Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Serie, jetzt sogar das erste Mal auf dem Kanal sein wird. Ja, und ich weiß nicht genau, wie ich sie nenne, ich denke mal machen oder nicht machen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht es hier in der Serie darum, dass ich bewerten werde, weil ich auch dieses letzte in den Streams öfter gefragt wurde, bin ich darauf gekommen, zu bewerten, wie die neuen SBCs sind, beziehungsweise wie gewisse Spieler sich lohnen, in SBCs zu machen. Und wir starten direkt rein. Ich werde dazu wahrscheinlich auch ein Infovideo machen. Von daher, dann guckt euch das an. Da werde ich ein bisschen mehr dazu verlieren. Wir fangen an mit Davis von Bayern. Der ist gerade neu gekommen um 19 Uhr. Also ist gerade 43 Minuten alt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe das eben noch gestreamt. Und ja, seht, der ist auf Footbin aktuell gelistet mit etwa 200.000 Münzen Aufwand zu machen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das alles schon so stimmt und ob es auch dabei bleibt. Ich denke, er würde wahrscheinlich noch ein bisschen steigen. Aber das soll bei der Bewertung nichts ändern. Ich werde das ein bisschen mit einbeziehen und dann je nachdem das auch sagen. Auf jeden Fall sehen wir hier, hat 87 Rating. Und zu diesem 87 Rating erstmal erst ein Future Star. Das heißt, er hat diesen Bekanntheitsgrad, diesen Push hat er nicht. Dadurch ist die 87 höher zu werten als bei anderen Spielern, das werde ich aber gleich an einem anderen Beispiel auch, ich will nicht sagen verdeutlicht, aber man kann es doch schon sehen. Und wir sehen hier auf jeden Fall, er hat 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Spezialbewegung, das ist okay. Also der Weakfoot, den Weakfoot finde ich persönlich sehr viel wichtiger als die Spezialbewegung und von daher gefällt mir das gut. Wäre für mich kein Ausschlusskriterium, für die Leute, die halt gerne skillen, ist das halt eher schon mal nix. Arbeitsraten, da werden jetzt auch viele sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht für einen Flügel, das ist high high, also hoch hoch. Muss ich aber sagen, geht bei ihm vollkommen klar, 1,80 ist halt so ein Schnitt, wobei er vielleicht sogar schon ein bisschen überdurchschnittlich groß für einen Flügel ist. Gefällt mir, von dem her gut, wiederhol den ein oder anderen Kopfball machen können. High high, sage ich deswegen, ist es nicht schlimm, weil er auch eben 89 Ausdauer hat. Und dadurch, von daher finde ich dieses High High, oder wenn man die Sachen betrachtet, für die er gebraucht wird, weil ich sehe ihn nicht als Spieler, den man normalerweise in seinem normalen Squad spielt, weil die wenigsten von euch, denke ich, auch mal Bundesliga spielen werden. Ich habe von meinen, da oben sehen wir es, knapp 450 Spielen, vielleicht 10 Mal gegen Bundesliga-Squad gespielt. Daran sieht man schon, wie selten das ist. Und ja. Daher ist das eher ein Spieler, den man reinwirft und da ist das High High halt schon mal ziemlich geil, weil der halt Druck macht. Also ich mag das super gerne, wenn man Spieler hat, die den Gegner extrem unter Druck setzen und die auch wirklich unruhig sind und ekelhaft sind. Das hat er mit seinem High High, der ist überall dran, wenn man ihn einwechselt. Und auch als normaler Spieler sollte er das mit den 89 Ausdauer relativ lange damit aushalten. Ansonsten die Werte, rausstechen tut natürlich sein Tempo mit 95 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit, ist sehr stark auf jeden Fall. Stellungsspiel mit 85 ist ziemlich gut, Abschluss 83 ist für den Flügel vollkommen ausreichend und solide. Schusskraft 92 ist ziemlich gut sogar und Fernschüsse 82 ist so Durchschnittswert, finde ich aber für den Flügel auch eigentlich ausreichend. Volleys und Elfmeter sind ziemlich weit unten, wobei diese Werte meiner Meinung nach auch zu vernachlässigen sind. Übersicht hat er 85, das ist ziemlich gut, 81 Flanken ist auch okay, für den Flügel vielleicht ein Ticken zu wenig, aber das kommt drauf an, ich denke die wenigsten von euch werden jetzt reine Flankenspieler sein und selbst dann reicht das vielleicht sogar noch aus. Freistoßpräzision, da fällt er raus, ist aber auch unwichtig, kurzer Pass 83 ist sogar ziemlich gut, lang Pass 66 allerdings relativ weit unten und mir fehlen 83 wiederum okay. Das ist sogar in der Tat mehr als viele Spieler haben, weil bei einigen der Effektwert doch ziemlich weit unten ist. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich auch jetzt die Tage gesehen, als ich mal mehrere Spieler wirklich verglichen habe. Und beispielsweise ein Rabiot, auch wenn das ein Mittelfeldspieler ist, hat glaube ich eine 73 sowas in dem Bereich und der macht tausende Schlenzereien, also ohne Scheiß. Dabei seht ihr, was die Effektwert sagt. Ansonsten die Dribbling-Werte allgemein alle ziemlich gute Reaktion, vielleicht mit 76 ein bisschen weit unten. Aber sonst ist das vollkommen solide, rausstechen dann natürlich die Beweglichkeit mit 98, was ungemein heftig ist. Ja, Physis, und das ist das, was ein Davis meiner Meinung nach wirklich ausmacht. Er hat Sprungkraft 85, richtig gut. Hat Ausdauer 89, richtig gut. Stärke 81 ist auch vollkommen solide, ist eigentlich sogar schon richtig gut für den Flügel. Und Aggressivität 80 ist halt für dieses High High, für dieses Ekelhafte auch nochmal wirklich fördernd.
Von dem her kann man eigentlich sagen, so zusammenfassend, Davis ist halt ein extrem pacinger Flügel, was man auch schon sieht, der aber mit seiner Physis und mit seinem Schuss da schon ein bisschen drüber hinausgeht. Und deswegen ist der halt so interessant, meiner Meinung nach. Und deswegen sollte man sich den auch genauer angucken und überlegen, ihn halt wirklich zu machen. Wir gucken, ich habe immer Alternativen, die werde ich in den Videos vorstellen. Zum einen eigentlich Alternativen plane ich vorzustellen, auf die Nation bezogen. Falls einer einen Squad nur mit der Nation macht, bei Davis schenke ich mir das mal. Da, bei Kanada wird es keine Alternative für ihn geben. Dann kommt dann der andere Davis, also der normale Davis, den man da wählen kann, und sonst war es das. Von daher mache ich jetzt nur den Legal Spieler. Normalerweise würde ich beide machen. Habe aber den anderen noch dabei, ein leicht arroganter Vergleich, der aber, wie gesagt, das mit diesem Bekanntheitswert echt unterstreicht. Gehen wir rein. Die erste Alternative dazu ist Gnabry. Das ist der aus dem aus der Ligen-SBC. Und lasst euch von diesem minus 6 nicht irritieren. Das ist, weil er auf der Bank ist und keine Chemie hat. Beziehungsweise mit der 5er Chemie reinkommt. Und daran sehen wir schon. Ich gehe mal gerade bei mir jetzt auf meinem anderen Bildschirm, dass ich das sehe. Weil ich hab den Vergleich hier bei mir auf und nicht, dass wir immer hin und her switchen müssen, will euch aber Foot, Head oder Bin nicht einblenden, weil das einfach vom Listen her nicht so schön ist. Wir sehen auf jeden Fall bei den Geschwindigkeitsgeschichten, da ist der ziemlich gleichwertig zu Davis. Beim Tempo ist er noch ein gutes Stückchen drunter sogar, aber das ist bei ihm auch vollkommen ausreichend. Bei den Schussgeschichten nehmen die sich auch nicht so wahnsinnig viel. Bei der Schusskraft ist Davis ein bisschen stärker, wobei 88 bei einem Gnabry auch schon vollkommen ausreichen. Longshots ist wiederum Gnabry halt etwas besser. Und Volleys ist halt auch Gnabry deutlich besser mit 86. Ist aber so ein Wert, der für mich persönlich unwichtig ist, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall zu vernachlässigen. Ansonsten halt ziemlich viel ausgeglichener Wert, von daher brauchen wir da gar nicht drauf eingehen. Hier die Beweglichkeit, da ist halt Davis zum Beispiel mit 98 zu 90 schon deutlich besser, aber auch 90 würden dort theoretisch ausreichen. Balance 91 bei Gnabry, 89 bei Davis ist gleich, und die Defensivwerte sind bei Davis stärker. Das ist aber, denke ich mal, für euch nicht interessant. Was aber interessant ist, ist die Stärke, die bei Davis deutlich stärker ist. Die Sprungkraft, die bei Davis deutlich stärker ist, 85 zu 67, bei der Stärke war es 81 zu 72. Und auch die Aggressivität, die bei Davis etwas besser, also das heißt etwas besser, die ist deutlich besser. Das ist 80 zu 66. Auf Seiten von Davis, also davon ist hier Gnabry schon etwas schwächer. Ich kann jetzt mal gucken, was er gerade kostet. Ich habe es gerade nicht gemacht. Was die Gnabry SBC kostet im Vergleich. Das war ja diese Ligen-SBC. Ich muss gerade kurz scrollen. Schande über mein Haupt, dass ich das nicht getan habe. Wo war die denn? Bundesliga müsste das irgendwas sein. Genau, Bundesliga, die kostet etwa genauso viel. Steht gerade bei 211.000 laut Footbin. Und von daher kann ich euch in Bezug auf den guten Ligenvergleich, also in Bezug auf Gnabry, dann in dem Wesentlichen Davis wärmstens empfehlen. Da ist er deutlich besser. Das hatten wir ja gesehen. Auch wenn Gnabry, muss man sagen, sehr solide ist, aber Davis ist einfach besser. Und dann haben wir jetzt mal einen leicht arroganteren Vergleich. Habe ich nämlich einfach mal Neymar rangenommen, weil ich mir so dachte, im Prinzip bringt dieser Davis alles mit, was Neymar auch mitbringt. Und da wurde ich dann mehr oder weniger bestätigt. Was auffällt auf jeden Fall ist, der Abschluss ist bei Neymar ein bisschen höher, 87 zu 83. Das Positioning ist bei Neymar etwas besser, 89 zu 85. Die Volleys sind besser, die Elfmeter sind besser, das sind aber Werte, die sind zu vernachlässigen. Ansonsten ist dieser Davis bei vielem sehr, sehr ausgeglichen. Er hat viel mehr Schusskraft als Neymar, 92 zu 80, hat 82er Longshots, die Neymar auch hat. Und ansonsten halt viele Werte, die sich entweder wenig nehmen oder halt eben mehr oder weniger zu vernachlässigen sind. Was aber interessant ist, ist, dass Neymar zwar in diesen ganzen Dribbling-Werten wie Ballkontrolle, wie Dribbling besser ist, oder auch in dieser Reaktionsgeschichte ist Neymar mit 94 zu 76 deutlich besser. Aber man sagen muss, dass Davis dort schon sehr, sehr solide ist und Neymar halt einfach
das Biest schlechthin ist. Das werdet ihr mir, denke ich mal, bestätigen, weil Neymar ist einfach vom Dribbling her so ziemlich der beste Spieler im Spiel. Und das aber bei Davies durch das Tempo ein Stück weit ausgeglichen werden dürfte. Und vor allem, jetzt kommt der absolute Hammer, durch seine Physics. Da war nämlich bei Neymar schon mal auf der Karte 59. Zu Davies, können wir gerade mal gucken, hat er auf der Karte 84. Aber gucken wir uns die Werte im Genauen an. Bei der Sprungkraft Davies 85, Neymar sehen wir hier 61. Bei der Stärke haben wir 81 zu 49. Bei der Stamina, also das ist die Ausdauer, glaube ich. Ich kann nicht total täuschen, verbessert mich bitte, falls es falsch sein sollte. 89 zu 81, ja, ist die Ausdauer, genau. Und bei dieser Aggressivitätsgeschichte ist Neymar bei einer 56 und Davies bei einer 80. Also kann man im Prinzip abschließend sagen, Neymar kostet aktuell, ich glaube, 550.000 Coins. Um auf ein Fazit zu kommen, mach den Bildschirm wieder, dann passt das. Dieser Davies ist ein Biest und ist im Prinzip ein Neymar Light, würde ich sagen. Oder eigentlich ist er sogar ein Neymar, er ist nicht schlechter. Er ist halt ein bisschen anders, er hat halt diese Spezialbewegung nicht, das kann man sagen. Seine Workrates sind halt ein bisschen anders, für viele werden das negativ sehen. Sehe ich aber eigentlich nicht, weil halt die Ausdauer bei einem Davies auch absolut stimmt. Auch besser ist als bei Neymar, haben wir eben gesehen. Und die Größe, da ist Davies auch 5 cm größer. Also im Prinzip ist Davies so ein Neymar, der ein bisschen weniger Dribbling hat, aber was absolut überdurchschnittlich gut ist. Neymar ist halt einfach das Biest, ist das halt, der liebt das Dribbling. Und aber im Vergleich zu Neymar viel mehr Physics hat. Und dadurch würde ich sogar sagen, im Vergleich, wenn man sagen würde, Davies oder Neymar, wäre ich vielleicht sogar bei Davies. Findet den dann doch schon ein bisschen besser und würde euch also wärmstens empfehlen, wenn ihr den Flügel braucht, wenn ihr den vielleicht sogar irgendwie um eure Icons, die ihr vielleicht schon habt, einbauen könnt, holt euch diesen Davies. Der ist sehr, sehr stark, ich muss mir das hart überlegen. Werde ihn, denke ich mal, vielleicht sogar nicht machen, weil mir einfach die Coins im Moment fehlen. Aber kann euch das empfehlen. Er hat alles, was man braucht, wenn ihr nicht unbedingt die Skiller vor dem Herrn seid und auf diese 4 oder 5 Sterne-Skills verzichten könnt, dann macht den Davies. Und ihr werdet mit dem glücklich werden. Ihr werdet nichts falsch machen. Und wenn ihr ihn nur als Sub verwendet, wenn er im Bereich von 200.000 bis 300.000 Coins bleibt, werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt zu Davies, gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und vielleicht an die Leute, die dann schon gemacht haben, weil was ihr da so von haltet. Und ob er die Werte, die er hat, auch dann letztendlich im Spiel hält. Ich gehe sehr stark davon aus. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hoffe, dass euch das Format soweit gefällt. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge, Kritik, gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sorry, dass ich ein bisschen erkältet bin, dadurch meine Stimme ein bisschen im Arsch. Hoffe, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Spiel. Also bis dann, ciao, ciao und noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr da gerade habt. Also bis dann.